vorbei. Du sagst, das passiert dir immer wieder. Wirst nie lange bei jemandem sein. Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Doch ich würde nicht allzu lange darauf bauen. Denn du trägst keine Liebe in dir, nicht für mich und für irgendwen. Denn du trägst keine Liebe in dir, dir nachzutrauern hat keinen Sinn mehr. Denn du trägst keine Liebe in dir, dich zu vergessen war nicht sehr schwer. Denn du trägst keine Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Du trägst keine Liebe in dir von echt spielen könnt. In der Videobeschreibung gibt es wie immer das Songstruktur-PDF. Ladet euch das am Anfang am besten gleich runter, denn da werden wir uns nach und nach entlanghangeln. Die gute Nachricht ist, wir brauchen nur ein Schlagmuster für den ganzen Song. Es gibt ein paar Akkorde, es gibt eine leichte Version und eine etwas umfangreichere Version. Das werden wir uns jetzt in den nächsten Minuten einfach mal im Detail angucken. Starten wir mal mit dem Intro und dem Schlagmuster. Wir brauchen für die Originaltonart einen Capodaster im dritten Bund. Ich behaupte jetzt die ganze Zeit, dass der Capodaster die leere Seite ist, also Bund 1, 2, 3, 4 und so weiter. Wir brauchen erstmal einen G-Griff. Und viel von dem Song wandert jetzt die ganze Zeit um G und um C rum. Bei C habe ich jetzt so eine Variante, dass ich das C greife, aber den kleinen Finger auf der hohen E-Seite liegen lasse. Ich meine, ich habe das im Original auch so gehört und ich finde, das steht dem Song ganz gut. Fangen wir mal an mit G. Das Intro besteht zuerst aus zwei Takten. Bevor die ganze Band ansetzt, haben wir zwei Takte instrumental Gitarre. Und da können wir jetzt sehr, sehr gutes Schlagmuster hören, das wir für den ganzen Song brauchen. Das geht nämlich folgendermaßen über zwei Takte. Wir haben auf die 1 einen Schlag, dann haben wir einen sogenannten Chuck. Das schaffen wir so, indem wir gleichzeitig mit dem Plektrum und mit der Handkante auf die Saiten schlagen und eben dieses Kratz oder dieses Schlaggeräusch machen. Wenn ihr noch nicht wisst, wie das funktioniert, checkt mal die Videobeschreibung. Da habe ich euch ein Video verlinkt, wo ich das im Detail erkläre. Falls schon, können wir direkt weitermachen. Also Schlag auf die 1, auf die 2. Dann haben wir nochmal zwei Schläge auf 2 und 3. Auf die 3 nochmal einen Schlag und wieder auf die 4 und... Also, 1 und 2 und 3 und 4 und dann wieder auf die 1 und ab hier jetzt auf die 2 und 3 und 4 und. Also ab der Zählzeit 2 passiert im Prinzip auf jeden Schlag etwas. Entweder ein Schlag, ein normaler Schlag, ein offener Schlag oder eben der Chuck-Schlag auf die 4. Das heißt, der zweite Takt ist 1 und 2 und 3 und 4 und. Ihr könnt euch das auch so merken, der zweite Takt ist im Prinzip der erste Takt, wo dann aber noch der Schlag auf der Zählzeit 3 und zusätzlich mitgespielt wird. Die beiden Takte mal für euch im Kontext. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und das ist jetzt noch ein bisschen vom Tempo her angezogen, klingt dann so. Sobald ihr das Schlagmuster spielen könnt, habt ihr schon alles, was ihr braucht, um den ganzen Song durchzuspielen. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Teil des Intros. Da kommt jetzt die Band rein, da kommt dieses Uhu, natürlich eine Oktave höher, aber da komme ich nicht wirklich hin. Und das ist einfach immer C und G im Wechsel. Das heißt, das Intro ist jetzt erstmal zwei Takte G und zwei Takte C mit diesem Schlagmuster. Wiederholt sich. Das heißt, wir haben zweimal diese vier Takte, sind acht Takte, plus die zwei Takte, die wir schon vorgehängt haben, sind 10 Takte. Damit ist das Intro schon fertig.
Der erste Teil der Verse, die 16-takte Verse, ist jetzt auch wieder nur der Wechsel G auf C. Also wir haben zweimal diese Wiederholung. Das ist dieses, du ziehst nervös an deiner Zigarette, du hast das Rauchen wieder angefangen. Und das wiederholt sich dann nochmal. Die erste Hälfte der Verse haben wir schon durch das Intro gelernt. Im nächsten Teil, in der zweiten Hälfte der Verse, geht es jetzt erstmal auf A-Moll. Das ist dieses, du fragst mich nach meinem Befinden. Dann haben wir zwei Takte lang B-Moll. Das ist Barré im zweiten Bund. Von A-Moll ausgehend. Nach den zwei Takten B-Moll geht wieder zwei Takte lang A-Moll. Und dann spielen wir zwei Takte lang D. Weil es jetzt hier schon eine kleine Umspielung gibt, und zwar gehen wir erst auf D-Sus 4 und gehen dann auf D. Also wir haben einmal diesen kleinen Melodieverlauf. Also nochmal die letzten 8 Takte für euch im Kontext. Damit haben wir die 16-Takte Verse schon voll. Weiter geht's mit dem nächsten Formteil, dem Pre-Chorus. Der Pre-Chorus hat jetzt nur 8 Takte. Da geht's los mit einem C-Dur-Griff. Einen Takt lang. Dann geht's auf B-Moll. Und dann auf D für 2 Takte. Ihr könnt jetzt einfach das D 2 Takte lang durchziehen. Da das ein Instrumentalpart ist, also wir haben quasi bei C und bei B-Moll, haben wir dieses Du bist immer noch verdammt hübsch anzuschauen. Und das D läuft dann einfach so durch. Und weil ich das ein bisschen langweilig finde, habe ich da versucht, noch ein bisschen also was aus dem Streicherinstrumentarium in das Schlagmuster einzubauen. Wir starten auf D bis zur Zählzeit 3 und auf die Zählzeit 3 machen wir dann einen Pull-Off auf D-Sus 2. 1 und 2 und 3 und. Da bleiben wir dann. Nochmal die nächsten beiden Schläge und machen dann einen Pull-Off. Ein Hammer-On wieder auf D. Und dann im letzten Takt einen auf D-Sus 4. Das heißt, wir haben dieses. Hammer-ons mit kleinem Finger sind immer ein bisschen schwierig. Das müsst ihr vielleicht noch mal ein bisschen extra üben, aber es ist auf jeden Fall möglich. Und im Kontext klingen diese beiden Takte dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Und nur diese 4 Takte sind dann insgesamt folgendermaßen. Diese 4 Takte wiederholen sich jetzt nochmal und dann sind wir schon im Chorus. Beim Chorus haben wir jetzt 2 Möglichkeiten. Der besteht grundsätzlich auch wieder nur aus dem ersten Teil der Verse bzw. dem Intro, immer der Wechsel zwischen G und C. Wir können jetzt einfach 4-mal den Wechsel G-C spielen, also 2 Takte G. Funktioniert auf jeden Fall gut. Denn du trägst keine Liebe in dir. Und so weiter und so fort. Also das ist überhaupt kein Problem. Was ich jetzt da wieder gemacht habe, ist, dass ich ein paar kleine Umspielungen mit eingebaut habe, mit ein paar interessanten Harmonien, die vor allem in den Streichern vorkommen. Und das heißt, wir haben jetzt 4 Abschnitte, jeweils 4 Takte, wo es kleine Variationen gibt, die ich jetzt mal schrittweise mit euch durchgehen werde. Ihr könnt das machen, ihr könnt es auch ein bisschen reduzierter spielen. So, es ist eurer interpretatorischen Freiheit gelassen. Ihr könnt auch einfach nur G und C nehmen, wie ihr möchtet. Wir fangen an mit einem G-Griff. Wir müssen erstmal den Griff
von G umändern. Wichtig ist es hier jetzt tatsächlich, dass ihr die A-Seite gar nicht runterdrückt, sondern dass ihr die nur abdämpft. Dafür lege ich gerne einfach den Mittelfinger drauf. Wenn ihr das mit dem Ringfinger abdämpfen könnt, könnt ihr das auch so machen. Ich nehme immer den Mittelfinger noch mit zur Sicherheit, einfach damit die A-Seite nicht schwingt. Denn was wir jetzt zuerst machen, ist, dass wir auf ein Gesus 4 gehen. Das Gesus 4 bekommen wir so, indem wir den Zeigefinger auf der B-Seite in den ersten Bund legen. Deshalb darf der nicht mitklingen. Sonst haben wir den hier und der klingt relativ dissonant. Also es geht los mit Gesus 4. Dann kommt er nochmal auf die Zählzeit 2 und auf die Zählzeit 3 wechseln wir auf G. Auftakt zum Chorus. Denn du trägst keine Liebe in dir. Was ich eine sehr schöne Wendung finde an der Stelle. Dann gehen wir nochmal also quasi weiter runter auf Gesus 2. Beziehungsweise es ist so eine Art Gesus 2. Es ist technisch gesehen, es ist eher ein G add 9, aber in meinem Kopf ist es eher ein Gesus 2, weil wir so diese Terz so ein bisschen umspielen. Da wollen wir jetzt mal einfach 5 gerade sein lassen. Korrekter ist G-Add 9, aber ich behaupte jetzt, es ist ein Gesus 2. Den kriegt ihr, indem ihr den Mittelfinger auf die G-Seite in den zweiten Bund legt. Und zwar machen wir diesen Wechsel nur ganz kurz für ein paar Schläge. Und zwar auf die Zählzeit 3 des zweiten Taktes. Wir kommen hier an. Haben hier 2 Schläge Gesus 2 und machen dann ausnahmsweise auf die Zählzeit 4 noch einen Schlag statt dem Chuck. Also wir haben Gesus 2, 3 und 4 und 3 und 4 und. Dann haben wir nämlich diesen Melodieverlauf in G eingebaut. Dann gehen wir nicht auf C, sondern auf C Major 7. Und C Major 7 haben wir jetzt einfach, wenn wir einen C-Griff uns ansehen und den Zeigefinger wegnehmen. Ich würde da auch die hohe E-Seite vielleicht weglassen, habe ich im Vorspiel zumindest gemacht. Ihr könnt die weiter mitspielen, ihr könnt die aber auch weglassen. Die allerletzte Zählzeit, die 4 und, da meine ich, dass sie wieder auf C-Dur gehen. Also 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Dann quasi dadurch auch so ein bisschen den Gesus 4 im nächsten Formteil mit vorbereiten. Also nochmal die 4 Takte für euch im Kontext. Das sind die ersten 4 Takte. Gucken wir uns mal die nächsten 4 Takte an. Die sind sehr ähnlich. Der Anfang ist eigentlich fast immer identisch. Wir gehen bei Gesus 4, starten wir. Gehen dann auf das G. Was sich jetzt immer so ein bisschen unterscheidet, ist, wann wir auf das Gesus 2 und wieder zurück auf das G gehen. Das verschiebt sich hier jetzt nämlich einen Schlag nach vorne. Ihr könnt das auch natürlich so spielen wie im ersten Durchlauf, wenn euch das jetzt zu fummelig ist, aber grundsätzlich geht hier eigentlich schon auf die Zählzeit 2 und das Gesus 2 los. Das heißt, wir haben 1 und 2 und 3 und 4 und. Also jetzt 3 Schläge Gesus 2 statt nur 2 Schlägen Gesus 2. Und dann gehen wir aber auf ein normales C-Dur. Das heißt, der zweite Durchlauf für euch nochmal langsam mit Zählen. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und. Der nächste Formteil ist wieder ähnlich, oder der nächste Durchlauf ist ähnlich wie der erste Durchlauf. Hier geht das Gesus 2 jetzt noch einen nach vorne auf die 1 des zweiten Taktes, wie ihr hier sehen könnt, und auf den nächsten Schlag, auf die 2 und sind wir schon wieder beim G. Also wir sind bei Gesus 4. Hier kommt jetzt C Major 7, den verdaddle ich die ganze Zeit, auch wenn ich selbst spiele, aber eigentlich kommt hier ein C Major 7. Also nochmal diese 4 Takte.
Und beim letzten Durchlauf haben wir wieder im Prinzip den dritten Durchlauf mit dem Jesus 2 auf der 1 des zweiten Taktes. Jetzt gehen wir aber auf ein C add 9. Der sieht so aus, nimmt das C-Dur und legt einfach den kleinen Finger auf die B-Seite in den dritten Bund. Und dann geht es wieder in den nächsten Formteil, das Interlude, was das gleiche ist wie das Intro. Und hier gehe ich jetzt wieder auf die normalen G-Griffe. So, ich spiele euch nochmal den Chorus komplett im, also alle 16 Takte des Chorus vor, denn dann ist das Video auch schon vorbei, denn alle anderen Formteile, die ihr im Songstruktur-PDF seht, sind nur noch Wiederholungen von dem Formteil, von den Formteilen, die wir schon gemacht haben. Nach diesem Chorus kommt ein Instrumental, das ist genauso wie das Intro. Dann kommt nochmal eine Verse, wo diese sehr hektischen Streicher spielen und so sehr, ja, wo sehr viel passiert in den Strings. Da spielt jetzt gar keine Band oder irgendwie viel Gitarre. Das sind aber die gleichen Harmonien wie schon in der ersten Strophe. Da könnt ihr das vielleicht einfach ein bisschen reduzierter legen oder einfach die erste Strophe nochmal wiederholen. Da könnt ihr einfach machen, was ihr möchtet. Das ist dann interpretatorische Freiheit. Beim nächsten Pre-Chorus steigt es wieder genauso ein wie beim ersten Pre-Chorus. Dann kommt der Chorus, dann kommt nochmal ein Instrumental, genau wie das Intro. Und das Outro ist auch wieder wie das Intro, beziehungsweise ja, wie dieser Formteil mit G und C die ganze Zeit im Wechsel. Das heißt, wenn ihr das spielen könnt, könnt ihr schon den ganzen Song spielen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen mit dem Video. Besucht meinen Kanal, wenn ihr Bock auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre habt. Schreibt mir immer einen Kommentar, wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt. Lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ihr wisst, wie das läuft. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Sie ist nervös an deiner Zigarette.